was? 14 oder was? Ja, klar. Ah, jetzt. Mit Legendenbonus fährst du. Ja, man kriegt das dann. Yes. Der Abstand ist so brutal. Ja, ja. Oh, jetzt rollt er hier. Jetzt rollt er hier. Der geht daneben. Kann er denn an Pfosten? Was? Der rollt rein. Wie, der rollt rein? Warte, wie kommt er rückwärts? Will er nicht. War drin? Den nehmen wir. Ehrlich? Hier ist ein Rallye-Fahrer von der Rallye auf jeden Fall auch. Lenkrad los. Jetzt, 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 jetzt. Karl, ja. Aber gut, wenn ich 15 Mal teste vorher, wenn ich 15 Mal teste vorher, 15 Mal teste vorher. Ne? Okay, und du musst Gas Lenkrad, muss ich geben. Du musst Gas geben und du musst Lenkrad loslassen. Ach, das. Also so habe ich natürlich nicht Gas gegeben. Und anhalten und Lenkrad los. Lenkrad loslassen. Das ist zu schnell. Er sagt dir, du darfst. Also, die Kamera. Und ja, Lenkrad loslassen. Die Zeit läuft noch da. Langsamer, langsamer, langsamer. Ich check das nicht mit dem Lenkrad los und mit dem Lenkrad los. In dem Moment muss man die Ruhe walten lassen. Ruhig. Also lass mich mal einmal einparken, weil ich habe das überhaupt nicht. Muss man immer mehr vorfahren. So oder was? Aber so langsam fährt ja kein Mensch zurück. Ah, das ist der, das ist er, das ist er. Wir haben nicht den Drücker vergessen wieder. Wir haben nicht. Nochmal. Und Lenkrad los? Lenkrad los? Warum macht er das nicht? Was ist jetzt wieder? Ja, es gab noch eine ganz besondere Challenge im Trainingslager. Kalle Riedle setzte sich an das Steuer des wunderschönen Opel Astra. Und wir haben es gerade eben gesehen, eine neue Bestzeit, 12 Sekunden 51, allerdings erst im 25. Versuch. Er hat die Plätze danach alle eingenommen mit sensationellen Zeiten und den 18. Platz, den hat er sich auch geschnappt. Mit einer sensationellen Zeit, da sehen wir es, 19:09 Sekunden. Und alle gemeinsam sagen, herzlichen Glückwunsch, Kalle.